Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, natürlich mit kleiner Anouk. Herzlich willkommen heute zu meinem Video. Ich möchte dir heute zeigen, wie du Holunderblütenlimonade ganz einfach selber herstellen kannst. Jetzt blüht draußen wieder der leckere Holunder und die riechen köstlich und sind einfach ein gesunder Genuss. Die Holunderblüten enthalten sehr viel Vitamin C und Kalium. Und ich möchte dir jetzt zwei Wege zeigen, wie du die leckere Holunderblütenlimonade selber herstellen kannst. Der erste Weg ist im Mixer. Wenn du einen Mixer zu Hause hast, am besten natürlich einen guten Hochleistungsmixer, ich benutze den Vitamix, kannst du ganz einfach auf 1 Liter Limonade sammelst du dir eine leckere Holunderblüte. Am besten mit der Schere abschneiden, dass die leckeren Pollen nicht gleich schon alle abfallen, sondern noch alle schön drauf sind. Weil dann schmeckt es besonders köstlich. Du nimmst auf 1 Liter genau eine Blüte. Ich schneide hier immer die Stiele ein bisschen ab. Die kommen in den Mixer rein. Dann eine Bio-Zitrone. Hier wird halb geschnitten und entsaftet. Der Zitronensaft kommt dann dazu. Und jetzt noch ein Süßungsmittel deiner Wahl. Ich benutze hier immer sehr gern den Rohkost-Agavensirup. Man kann natürlich auch Kokosblütennektar oder auch Datteln oder irgendwas anderes nehmen. Davon kommen jetzt 2 Esslöffel rein. Und jetzt wird mit Wasser aufgefüllt auf 1 Liter. Und nun wird das Ganze gemixt. Und schon ist die leckere Holunderblütenlimonade fertig. Das stellen wir jetzt mal hier hin. Gucken uns nachher noch den Vergleich an. Und die zweite Möglichkeit, die Holunderblütenlimonade herzustellen, habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Dafür wird auch für 1 Liter Holunderblütenlimonade nimmt man 4 leckere Holunderblüten und auch eine Bio-Zitrone, die wird halb geschnitten und das wird mit 1 Liter Wasser angesetzt und kommt über Nacht in den Kühlschrank. Das habe ich jetzt gestern schon mal angesetzt, das ist schon schön erfrischend kühl. Und jetzt wird es abgeseiht. Jetzt nehme ich sozusagen die Holunderblüten wieder heraus. Da schwimmt jetzt die leckere Zitrone. Die habe ich gleich einfach halb geschnitten und mit Schale da auch mit ziehen lassen. Die wird jetzt auch wieder ausgepresst. Jetzt fülle ich den Zitronensaft noch mit dazu. Und auch 2 Esslöffel von dem leckeren rohen Agavendicksaft. Und das Ganze wird jetzt einfach toll verrührt. Wer die Limonade natürlich sprudelig mag, der kann natürlich auch mit einem halben Liter das ansetzen und dann den anderen halben Liter jetzt zum Schluss noch mit Sprudelwasser auffüllen. Dann hat man die richtig typisch sprudelige Limonade. Im Mixer braucht man eigentlich kein Sprudelwasser, weil durch das Mixen ist es automatisch leicht sprudelig. Und jetzt ist es fertig. Jetzt habe ich hier die über Nacht angesetzte und die gemixte Limonade. Die fülle ich jetzt mal in Gläser ein, mal so zum Vergleich. Limonade 1. Und Limonade 2. Sehen schon mal fast gleich aus. Die ist ein bisschen dunkler. Also das ist jetzt die gemixte Limonade. Werde ich jetzt erstes probieren. Lecker. Sehr köstlich. Und das ist die über Nacht angesetzte. Die ist jetzt natürlich schön kühl. Die schmecken völlig grundverschieden, aber total lecker, lecker. Schmecken beide echt einzigartig. So, jetzt hole ich mal noch mein Töchterchen und die darf jetzt probieren. Hierher. Also, das ist die gemixte Holunderblütenlimonade. Die schmeckt lecker zitronig, gell? Und das ist die über Nacht angesetzte Holunderblütenlimonade. Und schmecken dir beide oder welche schmeckt besser? Die schmeckt besser. Die schmeckt besser. Ich finde auch, die schmeckt noch ein bisschen aromatischer. Das ist die, die ich über Nacht angesetzt habe.
Am besten mal selber ausprobieren. Die sind beide echt lecker. Okay, ihr Lieben, und wir werden uns jetzt diese leckere Holunderblütenlimonade köstlich schmecken lassen. Ich hoffe, ich konnte dich auch dazu inspirieren, leckere Holunderblütenlimonade selber herzustellen. Und ich wünsche dir alles Liebe. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst. Und zwar hier. Pling! Oder besuch mich auch gern mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.